Dortmund steht es kurz vor dem Ende 0:1. Bereits gestern unterlag Hoffenheim München mit 1:3. Morgen trifft dann noch Nürnberg auf Berlin und Schalke empfängt Wolfsburg. Die Tabelle. Dortmund aktuell nur noch mit 3 Punkten Vorsprung auf München an der Spitze. Mönchengladbach auf Rang 3, dann Leipzig, Frankfurt und Wolfsburg. Die zweite Hälfte beginnt mit Leverkusen, gefolgt von Mainz, Freiburg und Düsseldorf. In der Abstiegszone Stuttgart, Hannover und Nürnberg. Die Lottozahlen. Vielleicht kommen sie noch mal. Da sind sie. 6, 12, 24, 29, 36, 47, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und wir bitten, die technischen Probleme zu entschuldigen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 20. Januar. Wolken des Tiefs über Frankreich streifen den Südwesten und Süden Deutschlands. Verbreitet ist es in der Nacht klar, vor allem im Norden sowie zwischen Schwäbischer Alb und Erdinger Moos breiten sich Nebel- oder Hochnebelfelder aus. Im Südwesten später ein paar Schneeflocken. Hat sich der Nebel in der Früh gelichtet, viel Sonnenschein, im Nordosten dichte Wolken, ganz im Süden fallen ein paar Schneeflocken. In der Nacht 1 bis minus 16 Grad, am Tag im Bergland Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt, sonst liegen sie knapp darüber. Auch am Montag überwiegend sonniges Wetter, an den Alpen ein paar Flocken, ganz im Norden etwas Schnee oder Regen. Am Dienstag und am Mittwoch schneit es vor allem im Westen etwas, sonst nehmen neben Sonnenschein die Wolken zu. Freunde ein. Wo lässt man Sorgen, Sorgen sein? Und hier ist der Gastgeber, Andi Burg. Guten Abend. Vielen Dank, Lara. Vielen Dank. Abend. Wo fühlst du dich gleich wie zu Haus? Wo trägt man dir den Kummer aus? Wo sitzt vereint mit dem Fliesenleger? Die Wirtin und der Nobelpreisträger? Du seid ihr froh und ich ebenso. Dies und das und viel Schlagerspaß. Dankeschön. Herzlich willkommen miteinander. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir werden 2 Stunden schönen Schlager haben. 2 Stunden Schlager, 2 Stunden Spaß und 2 Stunden mich. Man kann sich im Leben nicht alles aussuchen. Aber nett, dass Sie klatschen. Dankeschön. Ich hoffe, Sie zu Hause haben es schon schön gemütlich. Wir hier in unserer Weinstube, wir haben es uns schon gemütlich gemacht, oder? Ist doch gemütlich hier. Okay, ja. Wisst ihr, wie wir Wiener zu einer Weinstube sagen? Heurigen. Genau. Also ich fühle mich wie zu Hause. Ich bin beim Heurigen, ich bin in einem Weinlokal. Und was ist das Wichtigste? Nicht die Mauern, nicht, das ist auch schön. Die Leute, die drinnen sind, die sind wichtig. Und Ihnen zu Hause sehe ich schon an, Sie warten jetzt schon drauf, dass wir unseren Gesangstest machen mit dem anwesenden Publikum. Können Sie gerne haben. Wir singen miteinander, damit die zu Hause wissen, dass wir alle musikalisch sind. Wir singen zum Beispiel Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. Danke, danke, danke. Ist doch wunderbar. Kann bitte jemand dem Michael Holm sagen, er kann im Hotel bleiben, wir machen das hier.
Nein, natürlich. Es ist Spaß. Er freut sich jetzt schon. Er hält es schon nicht mehr aus, für Sie und mit euch zu singen. Wir beginnen mit einem Mann, über dessen Besuch ich mich sehr, sehr freue, weil wir Freunde sind, weil wir befreundet sind seit vielen, vielen Jahren. Und er hat uns beigebracht, dass man sich im Leben sehr oft über die kleinen Dinge im Leben am meisten freut. Und dass die Tür ins Paradies eine kleine Tür ist ins Paradies. Meine Damen und Herren, Patrick Lindner. Wenn's dir geht wie
was hat dieser Mann uns schon schöne Stunden beschert mit seinen wunderschönen Lich. Hätte ich sowieso geküsst. Habt ihr das zueinander schon mal gesagt? Ja. Er grinst nur. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen noch mal kurz vorstellen, die Alma und der Konstantin. Schön, dass ihr wieder da seid, dass ihr fürs leibliche Wohl gesorgt habt. Fürs musikalische Wohl sorgt jetzt eine ganz neue Musikgruppe. Hammergute, sensationelle Musiker haben sich zusammengefunden zu einer neuen Band mit einem guten, alten Bekannten, Markus Wohlfahrt. Hier ist die Alpin KD, Made in Tirol! Servus, die Männer. Markus, ich muss dir die Hand schütteln. Ich freue mich, dass wir uns hier wiedersehen. Und ich freue mich, dass wir dich hier wiedersehen, oder? Ja, es ist... Ei. Danke. Schön. Es hat... Wir sind jetzt mittlerweile erwachsen geworden. Wir kennen uns viele Jahre. Und man weiß mit einer gewissen Lebenserfahrung, dass alles seine Zeit hat. Es hört etwas auf, aber es beginnt wieder etwas Neues. So ist es, genau. Die Klostertaler Zeit, deine Klostertaler Zeit ist vorbei. Ja, bei mir im Stadl haben wir euch verabschiedet. Wahnsinn, jetzt hast du diese Musiker um dich versammelt. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Übrigens, Hammer. Also, die sind wirklich Hammer. Ba-da-ba-ba-da-ba-ba. Ja. Status quo. Ja, ja.
Nein, es sind so tolle. Ich will einfach Spaß haben, Andi. Ja. Mir geht es da gleich wie dir. Und seit Ende letzten Jahres haben wir uns getroffen. Und das sind ja alles hochstudierte Musiker, Mozarteum und Musikhochschule. Aber die wollen in unserer Branche auch tätig sein. Und man spürt und sieht, was die für einen Spaß haben. Und mit solchen Musikern hat man nur Spaß. Und den möchte ich, die paar Jahre, die mir noch bleiben, als ziemlich 30-Jähriger, möchte ich noch genießen. Alle Kinder und Jugendliche, die ein Instrument lernen, ja. Ihr dürft nicht denken, wenn euch der Musiklehrer etwas aufgibt, sagen wir mal was Einfaches von Andy Berg. Einfach gut lernen und gut spielen, weil sie sehen das gerade, die sind alle hochstudiert und spielen unsere Musik und ja. Machen sie salonfähig. Jetzt, habt ihr denn schon einen Auftritt gehabt, wenn du sagst, ihr seid erst zu kurz zusammen? Das ist unsere Premiere im SWR. Okay. Ja, wir waren schon. Und live auf der Bühne? Ja, ja. Live auf der Bühne gibt es diese Band ab Juli, ab Ende Juni, Anfang Juli. Also ab Mitte Sommer gibt es uns und wir sind schon herrlich. Heiß drauf. Ihr seid heiß drauf, ja. Und habt ihr schon Angst? Aber heute, das Publikum hat euch die Angst genommen, oder? Wir haben keine Angst, wir sind spielbereit. Und werdet ihr denn dann auch, sagen wir mal, außer dem neuen eigenen Repertoire, sagen wir jetzt einmal so zufällig, wirklich so, nur wenn es dir einfällt, vielleicht einmal von den Klostertaler spielen? Rein zufällig. Ja. Wir wären ja blöd, wenn wir es nicht machen würden. Sehr und gerne. Ihr seid nicht blöd. Dazu. Nein, das ist dazu. Euer Publikum, das ist die Band. Hafink AG. Dankeschön. Aber jetzt kommen wir alle zusammen. Bis los, Freunde. Thank you.
Klasse. Ich bin ganz begeistert. Also, ich hoffe, wir haben Ihnen die Premiere verschönt, dass Sie Mut haben, weiterzumachen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier im Studio alle getanzt haben. Ich möchte jetzt mit euch hier einen Test machen. Gehen wir mal da hinten, da ist noch ein Platz frei für den kleinen Andi. Ich setze mich jetzt hier rum. So. Dürfte ich? Servus. Ich bin der Andi, ich bin der Borg. Das darfst du noch nicht sehen. Würdest du mit mir ein Spielchen machen? Ihr tanzt da, ihr singt da, ihr schreit da rum, ihr klatscht da. Du kennst bestimmt so Lieder wie, was soll ich sagen, Klingelingeling, Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Nicht einsagen, Mann. Doch. Das, wollen wir das machen, das Spiel? Aber wenn, dann machen wir das professionell. Der Konstantin, bringst du mir die Utensilien, die wir brauchen für dieses Spiel? Das wirst du nicht kennen, du bist viel zu jung. Aber es gab früher mal eine Fernsehsendung, da hat man die Kollegen gefragt, die Kandidaten, welches Schweinderl hätten sie denn gern? Und wehe, du sagst jetzt das mit dem Anzug. Ich bedanke mich. Danke, Konstantin. Willst du seine Nummer? So, da sind die Taler drin. Und für jedes Lied, das du weiter singen kannst, kriegst du einen Goldtaler. Das erste hast du ja schon gesungen, das kommt da rein. Das nächste Lied, ich habe es mir selber aufgeschrieben, weil ich kenne die Lieder nicht so gut. Also, ich fange an, du singst weiter. Ich sing. Ich bin verliebt in die Liebe. Ich bin verliebt in das Glück. Nochmal, ich bin verliebt in die Liebe, sie ist das für mich richtig. Da kriegst du einen Taler und einen Applaus von unserem Publikum. Das könntest du kennen. Sierra, Sierra Madre del Sur. Da kriegst du 2 Taler dafür und einen riesen Applaus vom Publikum. Da bin ich jetzt gespannt. Das ist ein flottes Lied, ein lustiges Lied. Ich sing. Ja, grüezi wohl, Frau Stirnima. Wie sage ich denn so? Wie geht's Ihrem Ma? Ich wollte dich damit reinlegen. Das darf ja nicht wahr sein. Pass auf, da kriegst du 3 Schilling. Das darf. Die singt glatt weiter. Wo bist du denn her? Aus Weil am Rhein, im schönen. Aus Weil am Rhein? Jawohl. In der Nähe zu Basel. Ja. Kennst du das? Da ist er einen Schritt zur Frau Stirnima. Deswegen kennst du dann. Also, pass auf, eins machen wir noch und dann. Wenn bei Capri die rote Sonne um was singt. Okay, hier, das ist, gehört dir. Das Schweinerl darf ich dir tatsächlich schenken, mit dem Inhalt. Ich finde, das hat sie großartig gemacht, oder? Ich bin begeistert.
Du, ich weiß jetzt, wo du her bist. Ich weiß noch nicht, wie du heißt, oder? Ich hab's vergessen. Stefanie. Stefanie. Und du? Isabel. Und du? Sabine. Und du? Sarah. Sarah! Sie heißt Sarah! Sarah! Musik ab! Sarah! Ja! Ja! Danke, dass du das gesagt hast. So wie du mich berührst, so wie du mich küsst, so wie du mein Herz zum Strahlen bringst, heute Nacht, das tut so gut. Und wenn du mich verführst, geht die Sonne auf und mein Herz wird jede Nacht mit dir zum Sternenhimmel rauf. Ich bin begeistert. Haben Sie das gehört zu Hause, was die gemacht haben? Sarah, du musst der Sommer sein. Dampararam. Das versuche ich seit 100 Jahren. Dampararara. Und hier funktioniert's. Das darf ja nicht wahr sein. Bin ich hier in Baden-Württemberg oder was? Ach drum. Meine Damen und Herren, wir kommen zu einem Kollegen, zu einem großartigen Kollegen, ein großartiger Künstler, Musiker, Moderator. Er hat vielen Menschen viel, viel Freude gemacht. Er ist seit gefühlten 100 Jahren mit auf der Bühne. Wir kennen uns seit kurz nach seiner Geburt. Seine Mama ist heute auch da. Ich weiß gar nicht, wo die sitzt. Wo sitzt denn die Mama von dem nächsten Künstler? Da drüben. Das ist die Frau Mama von dem Künstler, den ich Ihnen gerade angesagt habe. Der ist direkt ein Freund von mir, aber mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ah, ja, Stefan Mross! Wenn die Abendsonne langsam untergeht und der erste Stern noch blass am Himmel steht, dann komm ich heim zu dir, mein Schatz, bei dir.
der Tat ist man beim Chef gut angeschrieben. Da machte ich mich an die Sekretärin ran. Ich tat mein Möglichstes und hab wohl übertrieben. Denn im Betrieb, da ist der Chef der erste Mann. Er bat mich zu sich und er sagte, Sie verstehen wohl, es wäre schrecklich, wenn wir Sie bei uns verlieren. Ich weiß auch nicht, wie es ohne Sie hier weitergehen soll. Doch wollen wir das ab ersten Mal probieren? Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's was geben, einer, der trickst dich aus. Und vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Oh ja. Wenn der Frühling kommt, dann Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wieder komm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. Tausend rote, tausend gelbe, alle wünschen dir dasselbe, was mein Mund. Des Sonntags früh um 4 die Sonne aufgeht und der Schweizer Madel auf die Ohren aufgeht, bleib ich ja so gern am Wegrand stehen, ja stehen. Denn der Schweizer Madel sang so schön. What? Ja, ja, so blau, blau, blau. Wenn beim Alpengrün wir uns wiedersehen mit ihren roh, 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 roten Lippen, fing es an, die ich nie. Ich freue mich sehr, dass deine Mama da ist. Ja, meine Mama ist da, genau. Wir freuen uns immer, wenn unsere Mütter da sind. Wir haben ja viele Auftritte gemeinsam und da sind die zwei dann meistens, dann sind sie ganz stolz auf den Buben. Ja. Du warst ja... Wir haben verschiedene Mütter. Das wollten wir noch an der Stelle gesagt haben, genau. Meine Mutter hat einen anderen Mann als deine Mutter. Und darum hat sie das so biologisch ergeben. Ja, genau, biologisch. Ja, ja, genau. Und das ist auch der Grund, warum er größer ist. Aber es geht natürlich Gott sei Dank weiter. Heutzutage kann man sich nicht sicher sein. Ja. Wir sehen dich auch in diesem Jahr im Sommer wieder. Ja. Und weißt du, wer sich da freut? Wir alle. Ja, vielen Dank. Ja, wir feiern ja. Wir feiern ja dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum von Immer wieder Sonntags, wo mein Name dran Nein. steht. Und da darf man wirklich Dankeschön sagen für Ihre Treue. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, überall, wo Sie uns sehen. Du vielen machst es schon 15 Jahre? Ja. Gibt es dann wieder das mit dem, wo Nachwuchskünstler gegeneinander, was heißt gegeneinander, wo das Publikum votet und dann gibt es dann so einen Sommerhit-König? Ja, Sommerhit-Parade gibt es dieses Jahr logischerweise auch wieder. Und wir haben ja aus dem letzten Jahr, haben wir einen amtierenden Sommerhit-König. Der ist immer noch amtierend, ja. Okay, soll ich Ihnen was sagen? Den haben wir hier. Und angesagt wird er von dem Mann, der ihn gekürt hat. Ja, also.
erste Sommerhitparade, Sommerhit König Gewinner aus dem Jahre 2018. Meine Damen und Herren, für Sie zu Hause. Riesen Applaus für unseren Sommerhit König 2018, Alex Rechinger. Nach dem Herzen, das dich liebt. Und du siehst in deinen Träumen, wie es mit zum Himmel fliegt. Du bist in dem Land der Sterne nicht allein, da gibt es mehr. Doch das zweite Herz zu finden, das ist manchmal ziemlich schwer. Wie mit deinem schalt dein Herz mal auf Empfang, dann erleben wir im Mondschein, was daraus noch werden kann. Geh mit deinen Träumen online, bring dein Herz mal zur Auktion. Lass es nicht mehr so verloren sein, eine Liebe ist der Lohn. Sich zu finden, das passiert nicht von allein. Um zwei Herzen zu verbinden, muss das Glück vorhanden sein. Doch man kann das Glück nur bitten, es zu zwingen, das geht nicht. Deshalb lass dein Herz es fühlen, was das Leben ihm verspricht. Mit deinen Träumen online, schalt dein Herz mal auf Empfang. Dann erleben wir im Mondschein, was daraus noch werden kann. Geh mit deinen Träumen online, bring dein Herz mal zur Auktion. Lass es nicht mehr so verloren sein, eine Liebe ist der Lohn. Deinen Träumen online, schalt dein Herz mal auf Empfang. Dann erleben wir im Mondschein, was daraus noch werden kann. Geh mit deinen Träumen online, bring dein Herz mal zur Auktion. Lass es nicht mehr so verloren sein, eine Liebe ist der Lohn. Vorjahressieger von Immer wieder Sonntags, Sommerhitkönig. Und wenn ich das an dieser Stelle bemerken darf, er ist ja Österreicher, ja? Alles Gute, ich freue mich, dass wir hier sind und ich freue mich, dass ich hier in so einer jungen, hübschen Runde stehen darf. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bekannt machen, das ist die Lara. Servus, Lara. Wen hast du uns denn da mitgebracht? Meine Mama. Und mein Papa und mein Bruder und meine Ballettlehrerin. Okay, und ich frage jetzt das Publikum, was denken Sie, was dieses Mädchen in ihrer Freizeit gerne macht? Nein, Fliesen legen ist falsch. Das habe ich vorher gesungen. Sie tanzt Ballett. Du bist so wunderschön angezogen. Wie alt bist du denn, dass du schon Ballett tanzt? 7. 7? Das heißt, du tanzt erst seit 4 Jahren. Nein, 3 Jahren. Ich wollte dann Spaß machen und sie tanzt seit 3 Jahren. Das darf ja nicht wahr sein. Ich bin ganz begeistert. Wie oft gehst du denn dahin und trainierst dann? So einmal die Woche oder einmal im Jahr? Einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Das war mein... Einmal in der Woche. Ich weiß, was du meinst. Ich war nämlich nur einmal im Jahr beim Akkordeonunterricht. Deswegen bin ich Moderierer geworden. Wenn du jetzt hier so hübsch sitzt, wo bist du denn zu Hause? In Schwenningen. In Schwenningen? Dann bist du gar nicht mit dem Flugzeug hierher gekommen. Nein. Seid ihr mit dem Auto hergefahren? Ja.
Und dein Papa ist gefahren und dein Bruder, oder ist dein Bruder gefahren? Mein Papa. Okay, besser ist es, oder? Ich möchte fragen, ob wir denn jetzt etwas sehen können von deinem Hobby. Ja. Einen kleinen Tanz? Ja. Möchtest du mit mir Rock'n'Roll tanzen? Nein. Die Frau weiß, was sie will. Lara, komm mal, ich helfe dir mal hier runter. Ich muss dir nicht runterhelfen, okay. Wir gehen hier in die Mitte der Bühne. Kann man das Licht ein bisschen dunkler machen, weil das wird jetzt ein ganz großer Auftritt von unserer Lara. Bitte jetzt nicht trinken und gurgeln. Und vor allem nicht sprechen, oder? Okay. Ihn lernen Sie gleich noch kennen, aber das ist die Lara, die jetzt hier für uns ein Stück, ich frage mal die Lehrerin, aus welchem Stück ist das denn? Aus Schwanensee. Aus Schwanensee. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie nun ein Stück aus Schwanensee. Getanzt von Lara Abdjanovic. Ich bin begeistert. Von uns allen bekommst du 10 Punkte von 9. 10 Punkte und diesen Applaus. Ich bin begeistert. Jetzt sieht man erst dieses wunderschöne Kostüm an dieser schlanken jungen Frau. Lass mich mal hier auf diese Seite. Ich habe eine Frage. Lass mich mal hier neben dich hinstellen. Wenn du dich so bewegst, wie übst du das denn? Kann ich das auch üben? Ja. Zeig mir mal so eine einfache Übung. Okay? Wie muss ich stehen? So geht schon mal los. Das kann ich. Und mit den Händen? Ich lege mal das Mikrofon weg. Oh. Okay, mit den Händen? Der Mittelfinger und der Daumen sind zusammen. Und dann? Was muss ich dann machen? Die Drehung. Wie geht die? Alles klar. Wir wünschen dir alles, alles Gute. Das kann ich nicht. Komm, wir setzen uns hier wieder hin. Ich weiß, du kannst das alleine. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen jetzt noch was Privates sagen. Wir haben uns erst heute Nachmittag kennengelernt. Und diese junge Dame hat mir das schönste Geschenk gemacht, das man mir machen kann. Schokolade. Ich glaube aber, dass sie einen Hintergedanken hatte. Sie hat sich gedacht, wenn ich den mit Schokolade fütter, dann kommt der mir sicher nicht in die Quere beim Ballett. Damit hast du sehr, sehr wohl recht. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr hierher gekommen seid. Wir spielen dann Fußball. Lara, das ist dein Applaus. Dankeschön für deinen Besuch. Sie hat mir eine große Freude gemacht. Sie machen mir eine Freude, indem Sie jetzt zuschauen, indem Sie hier sind. Und jetzt mache ich uns allen gemeinsam eine große Freude. Mir ganz besonders, weil ich heute ein Wiener bin, wissen Sie. Und wir kommen jetzt zu einer Blaskapelle, die hat sich etwas einfallen lassen. Da bin ich hin und weg. Da schmelze ich jetzt gleich, nicht vor lauter Schwitzen, sondern weil es so schön ist. Die Stadtmusik Schwenningen spielt für mich. Und Sie dürfen zuhören. Wien bleibt Wien. Die Stadtmusik Schwenningen. Thank you.
Wir sind begeistert. Ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank für dieses schöne Lied. Und soll ich euch was sagen, ihr habt das fantastisch gespielt. Dankeschön dafür. Wir sprechen jetzt... Wie ist das denn, so ein tolles Orchester zu leiten? Ja, fantastisch natürlich, ganz klar. Es ist, ihr heißt Stadtmusik Schwenningen. Wir sind in Villingen, Schwenningen. Wo sind denn die Villinger? Nein, nicht im Publikum. Ich meine jetzt hier aus der Das ist doch nicht wahr, oder? Warte, ich komme hoch zu dir. Das ist warum? Ja, es gibt in Villingen eine eigene Stadtmusik, deswegen. Und die Spielinger spielen dann dort mit. Okay, dann verstehe ich das. Ich dachte schon, ihr habt euch verkracht. Nein, 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 nein. Also, dann schreiben wir bitte auf, das nächste Mal machen wir die Villinger. Und dann, und irgendwann spielt ihr dann gemeinsam auch irgendeinen. Seit wann machst du das denn? Seit 25 Jahren bin ich jetzt Stadtmusikdirektor. Jubiläum? Jubiläum! Herrlich. Wie oft muss man denn proben, dass es so klingt? Also relativ viel. Wir haben immer einmal pro Woche auf jeden Fall Probe. Und wenn dann Konzerte sind, Zusatzproben. Und jeder übt natürlich für sich zu Hause. Das ist ganz klar, logisch. Kommt man schon vorbereitet hin und dann ist euer Probelokal, kriegt man da auch was zu trinken? Ja. Und trotzdem probt ihr? Ja, klar, logisch. Erst danach. Erst danach. Ich sag vielen, vielen Dank und ich bleib einfach hier oben, genau. Weil der nächste Gast schwebt in Sphären, wo viele, viele Künstlerinnen und Künstler niemals hinkommen werden. Sie wissen das, wir kennen uns viele, viele Jahre. Ich bin mit dem Wort Legende sehr, sehr sparsam. Aber der nächste Mann ist eine Legende. Er hat Lieder für uns gesungen, da kriegen Sie die Gänsehaut. Warum soll ich eigentlich drüber reden? Lassen wir ihn singen. Er ist heute Abend hier. Sie haben schon ein Lied von ihm gesungen, meine Damen und Herren. Hier ist Michael Holm. Du jetzt gerade gehen, Lucille. Unsere Kinder sind krank und die schulden so viel. Du hast geschworen, du bist die Frau, die das Leben mit mir teilen will. Musst du jetzt gerade gehen, Lucille? Musst du jetzt gerade gehen? Trafen zum Regen, tanzen wir zu zweit und wir tanzen und tanzen und tanzen. Süß ist dein Kuss, ein Hauch von Sonnenschein und wir küssen und küssen und küssen. Leute gehen vorbei, sie drehen sich alle um und wir singen. Dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht und du wirst sehen, Tränen lügen nicht. Bei Tag und Nacht mit ihr war alles schön. Die Tür steht auf, willst du wieder?
bleibt für immer leer. Es ist nie zu spät, komm, entscheide dich, reich ihr die Hand. Auf der Straße nach San Fernando, nach San Fernando. Da stand ein Mädchen wartend in der heißen Sonne. Hey, ich hielt an, ich auch, fragte wohin, ich auch. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür, da klopfe ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür, da klopfe ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Michael Holm. Nach Mendocino. An jeder Tür, da klopf ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Es ist unglaublich. Uns allen gefallen deine Lieder, wir alle träumen davon, dass wir diese Zeit wieder erleben dürfen, in denen wir diese, das geht nicht. Aber die Lieder haben wir. Dich haben die wir. Die Lieder vergehen nicht. Ja, die Lieder vergehen Gute, nicht. Ja. Und weißt du was, an diesem Hit-Medley, ich persönlich so fantastisch finde, du hast so viele Hits, dass du nicht nur ux, 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 sondern du stellst dich hin und singst. Ist das Hammer, oder nicht? Da kriegt man Gänsehaut. Dreh dich nochmal um, schau in ihr Gesicht und du erkennst, der neben ihm ist nicht. Unglaublich. Du bist einmalig, jeder Mensch, aber du bist ganz besonders einmalig. Das waren die alten Lieder und du kannst nicht anders, so wie ich nicht konnte bei Mendocino hinten bleiben. Es tut mir leid, ich musste da dazwischen gehen. Das war wunderbar, das hat gepasst. Du kannst es nicht sein lassen, du schreibst immer noch, du komponierst immer noch und du singst Gott sei Dank immer noch. Es gibt was Neues. Es gibt was Neues. Was? Eine Ballade. Eine Ballade, was Romantisches? Was Romantisches, Moment. Was fürs Herz, ja genau. Dann machen wir es jetzt romantisch. Mach's dir romantisch, wir machen es uns romantisch und wir genießen diese viel zu kurze Zeit mit unserer Schlagerlegende, Michael Holm, der Mann im Mond. Wenn nachts alles still wird und der Himmel dann seh ich die Sterne und ich fühl mich dir nah. Wär ich nur bei dir geblieben, dann wär ich jetzt nicht so allein. Meine Träume können fliegen,
so kann ich heute Nacht noch bei dir sein. Hey, was hab ich dich gern? Mein Herz ist bei dir, bist du auch noch so fern? Ich sagte meinem Mond, der in den Sternen wohnt, er möchte dich küssen. Und hoff, er tut das für mich. Wo du wohl grad sein magst, auf diesem Planet. Ich bete zum Himmel, dass es dir nicht fehlt. Einmal kann man ewig lieben, einmal kann es einzig sein. Heute Nacht ist nicht für immer, meine Liebe lässt dich nie allein. Oh, oh hey, was hab ich dich gern? Mein Herz ist bei dir, bist du auch noch so. Ich sag dem Mann im Mond, der in den Sternen wohnt, er möchte ich grüßen. Hey, 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 was hab ich dich lieb? Ein Tag ohne dich, das ist kein Tag für mich. Ich sag dem Mann im Mond, der in den Sternen wohnt, dich grüßen und hoff, er tut das für mich. Ich hoff, er tut das für mich. Vielen Dank. Wunderschön, oder? Michael Holm. Dankeschön. Er kommt ganz bestimmt wieder einmal vorbei zu uns, zum Heuring in unser schönes Weinlokal. Meine Damen und Herren, Sie alle, die Sie den Führerschein haben, Sie erinnern sich, wir haben ganz, ganz früher einen Erste-Hilfe-Kurs, den braucht man um den Führerschein. Und da geht es darum, dass man das Pannendreieck anständig weg. Hier in Baden-Württemberg geht es darum, wenn man an einen Unfallort kommt, erstmal feststellen, ist es ein Mann oder ist es eine Frau. Wenn es ein Mann ist, sofort Seitenlage. Wenn es eine Frau ist, sofort Mund-zu-Mund-Beamten. Aber wie das ganz genau geht, das wissen Alois und Elsbeth Gscheidle. Blaulicht, ich bombe wie ein Käfer. Wo liegt jetzt da das Opfer? Patient heißt es. Ja, da muss irgendwo einer liegen. Warte, ich geb's durch. Vor die Wand, vor die Tür, yes, yes, yes. Geier an Zentrale, sind im Zielgebiet eingetroffen, keine verletzte Person auffindbar. End and over. Fehlalarm, aber wenn wir schon da sind, dann zeigen wir dir nicht stabile Seillage. Ich bin der Profi und du bist Opfer, liegt da, ne? Wie sag liegt ich? Da noch? Da nicht liegen. Achtung! Ich will das Opfer sein. Aufpassen, dann wisst ihr das nachher, falls auf dem Heimweg was passiert. Ich kann es eh nicht. Rechter Fuß aufstellen. Aufgestellt. Genau, rechter Arm aufs linke Schulterblatt hochstellen, dass eine Öffnung entsteht. Ja. Der linke Arm. Ja, hast du einen Einbruch, hä? Du bringst mir auch ganz draus, Mensch, dann lass mich halt. Mit der großen Hand zeichen, weil aber der Fuß den Luft bringt. Also, jetzt Fuß anheben, ja. Abwinkeln, eindrehen ja. Und durch die geöffnete Ding führen und am rechten Ohr zur stabilen Seitenlage einrasten lassen. Was ist das für eine stabile Seitenlage? Mach die locker! Ja. Auf, da müssen wir durch! Alois,
Wo hast du denn das eingeladen? Rausgoogelt? Hallo, ist da müssen wir durch. Oh, kommt alles. Ist gar nicht, da kugelst du ja nur den Fuß aus. Hallo, das ist doch keine stabile Seitenlage, was du machst. Ach, weißt du was? Oh, jetzt bin ich gar nicht. Mensch, du bist so ein steifer Bock. Mit dem wär's gegangen. Den hätte ich biegen können, das war's. Guck mal. Ich bin halt auch nicht mehr so in der Hüfte beweglich wie früher. Ach. Bin ja nicht mehr in der Übung. Mit dir ein Dienstmacher macht überhaupt keinen Spaß. Ja, gleichfalls. Amateuse. Also. 41, 42, yes, 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 K1 an Zentrale. Einsatz beim Andi Borg beendet, gehen mit der Rufbereitschaft. End and over. Dankeschön. Danke. Dort am Fischerhafen bei Musik und Wein sah ich dich nur tanzen und ich lud dich ein. Die Sonne ging schon unter, ich hab dir erzählt von den kleinen Sorgen zu Haus in meiner Welt. Du sagtest nur, vergiss das schnell. Griechischer Zauber küsst Tränen fort, denn hier ist Freundschaft nicht nur ein Wort. Griechischer Zauber, Ursulgeklang, weg diese Sehnsucht, nimm meine Hand. Griechischer Zauber, komm tanz mit mir bis zu den Sternen, denn wir sind hier. Zu lachen und zu feiern und zu lieben, die Lust am Leben teil ich mit dir. Ich kam her als Fremder, nun bin ich ein Freund, weil in deinen Armen nachts die Sonne scheint. Wir tanzen den Sirtaki, hab lang nicht mehr gelacht. Am Strand, da sind wir beide dann morgens aufgewacht und ich hab mir nur gedacht. Griechischer Zauber küsst Tränen fort, denn hier ist Freundschaft nicht nur ein Wort. Griechischer Zauber, Ursuki Klang, weg diese Sehnsucht, nimm meine Hand. Griechischer Zauber, komm tanz mit mir bis zu den Sternen, denn wir sind hier, um zu lachen, um zu feiern, um zu lieben. Die Lust am Leben teil ich mit dir. Wenn all Träume singen und sich gut verstehen, ist das Leben einfach wunderschön. Griechischer Zauber küsst Tränen fort, denn hier ist Freundschaft nicht nur ein Wort. Griechischer Zauber, Ursuki Klang, weck diese Sehnsucht, nimm meine Hand. Griechischer Zauber, komm tanz mit mir bis zu den Sternen, denn wir sind hier, um zu lachen, um zu feiern, um zu lieben. Die Lust am Leben teil ich mit dir. Der Flipper. Hallo, hi. Hallo, ich freue mich sehr. Oh, was ich komme gleich drauf. Das ist ein neues Lied.
Ja, das kannte ich so noch nicht. Ja, genau. Hat man das gesehen? Ja, gut. Aber die Leute. Nein, schon. Ich denke mir, hör, warum kann ich da nicht mitsingen? Ein schönes Lied, Griechenland. Ja, da war ich gerade im Urlaub, ist von meinem neuen aktuellen Album Tausendmal Ja. Und ich war deswegen extra in Griechenland und habe dieses wunderschöne. Also, es ist ein tolles Land, ja. Tolle Menschen und sehr gastfreundschaftlich sind die da. Und einen tollen Wein kann man da trinken. Einfach weg. Bei uns auch. Hallo? Kann man bei Oder? Uns einen guten Wein trinken? Yeah. Du kommst ja ganz schön rum. Ja. Gerade sagst du, du warst in Griechenland, ja. Du hast in deiner Karriere schon Barbados besucht und viele andere Länder. Naja, direkt da war ich noch nicht, bin so drumherum geschippert. Aber gesungen? Ja, natürlich. Auf der Landkarte war ich überall. Gell. Aber reicht dir das nicht? Du bist in einem schönen Bundesland, ganz in der Nähe von Bretten. Ja, herausragend, Baden-Württemberg. Gell. Du wohnst praktisch an der Straße, an der A10. Genau. B10, also die Bundesstraße, ja, das meine ich. Genau an der Grenze zwischen Württemberg und Baden, da wohne ich. Ja, so wie hier. Ja, genau, hier. Auch, genau das Gleiche. Ja, und, genau. Und der Grund, warum ich das in der Hand habe, ja, ich habe eine Umfrage gemacht bei den Leuten zu Hause und die haben gesagt, wenn du den Olaf mal siehst, frage ihn, ob er nicht vielleicht ein paar schöne Lieder von den Flippers singen möchte. Sollen wir das? Dafür habe ich das mitgebracht. Du kannst doch nicht mit einer weißen Jacke hier. Ja, sensationell. Wir freuen uns auf ein Hit-Medley von Olaf, dem Flipper. Ja. Wunderbar. Als die Sonne versank, saß ein Maler am Strand, malte ein Mädchen, so jung und so schön. Ich fragte ihn, wen er wohl meint. Er lachte und sagte, mein Freund, sie ist ein Traum, den man nur einmal träumt. Denn ich hab heute Nacht einen Engel gesehen, Mona Lisa, Mona Lisa. Und ich sah ihre Augen, sie waren wunderschön, Mona Lisa, so wunderschön. Sonnenglanz und du schenkst mir den Blütenkranz. Ich folgte dir ins Paradies, ein Märchenland, das Barbados ist. Die rote Sonne von Barbados, für dich und mich scheint sie immer noch. Mit den Wolken nach Süden ziehen und die Sterne sehen. Die rote Sonne von Barbados, ja, dieses Märchen lässt mich nicht los. Und wenn die Zeit doch zu Ende geht, es war so schön. Und wenn die Zeit doch zu Ende geht, es war so schön. Da bin ich genau ihr Typ und ich bin total verliebt. Doch
dann sagt sie, tut mir leid, keine Zeit, keine Zeit. Sie will einen Italiener mit schwarzen Haaren auf der Brust. Die versteht was von Amore, das hat sie immer schon gewusst. Sie will einen Italiener, der für sie singt wie ein Tenor. Lass mich eine Frage stellen. Das waren doch nicht alle Hits der Flippers. Wir sehen uns wieder. Das ist dein Applaus, Olaf der Flipper. Dankeschön. Müsst ihr los oder warum steht ihr? Achso, weil es euch gefallen hat. Weil es euch, ich sehe schon, Sie zu Hause stehen ja auch. Ich bin ganz durcheinander, wissen Sie warum? Ich bin in einem Bundesland, dessen Sprache ich nicht so richtig verstehen tue. Also, ich bin ja Wiener, wir reden so wie wir reden, aber hier spricht man ganz anders. Darf ich fragen, wo Sie her sind? Aus Baden-Württemberg. Aus Baden-Württemberg. Und Sie? Aus Zürich. Wo ist das denn? In der Schweiz. In der Schweiz? Darf ich mich zu euch hersetzen? Für Sie aus der Schweiz und für mich als Wiener, Österreicher, habe ich einen Privatlehrer engagiert, der uns jetzt praktisch die Sprache der Eingeborenen beibringt. Deutsch, Schwäbisch, Schwäbisch. Wie die gleich reagieren. Schreib auf, Publikum reagiert sofort. Versteht jedes Wort. Wir haben jetzt einen Kurs hier für uns, für Sie, die Sie nicht in Baden-Württemberg wohnen. Sie verstehen das. Sie können mir übersetzen, wenn ich was nicht verstehe. Deutsch, Baden-Württembergerisch, Deutsch, Schwäbisch, Deutsch, Baden-Württembergerisch. Hier ist Wolfgang Heyer. Herr Lehrer. Ja, das Schwäbische, das ist eine Weltsprache. Genau, wir sind uns einig, ihr seid ein sehr kluges Publikum, keiner widerspricht. Warum ist Schwäbisch eine Weltsprache? Weil man, egal wo man sich auf der Welt befindet, überall mit Schwäbisch verstanden wird. Also, mir Schwabe schwätzet nämlich fließend Chinesisch. Der Dialog, mag dich dein Mann noch? Ja, mein Mann mag mich noch, heißt auf Schwäbisch, ma di dai mano, mai ma mami no. Eindeutig Chinesisch, ganz klar. Auch Russisch. Auch Russisch beherrschen wir Schwaben in Perfektion. Ja, die fein säuberlich formulierte Frage, hilft mir bitte jemand, den Apparat herunterzutragen, heißt auf Schwäbisch, hilf mir mal, aber da, bra, dra, dra. Sage mal, Apparat, dra, dra. Da reicht ja schon der Gesichtsausdruck. Grandios, ja, aber wir können noch mehr. Wir können zum Beispiel auch Thailändisch. Kein Problem für uns Schwaben. Der Satz, benutzt die andere Klingel, die hier ist kaputt, heißt auf Schwäbisch, Selit Schellschala, Selschala Schalladit, Schellschala, Selschala Schallad, aha. Eindeutig. Ja, oder auch die an sich selbst gerichtete hochdeutsche Aufforderung, ich muss jetzt bald heimgehen, heißt auf Schwäbisch, ich muss jetzt, gau, gau. Ganz klar, ganz klar. Eine Ähnlichkeit, Andi, lässt sich auch zum Österreichischen nicht absprechen. Okay. Das häufig ausgesprochene Leiden. Wenn ich Gurken esse, bekomme ich Bauchweh. Heißt auf Schwäbisch, wenn ich Gurkumre is, krieg ich Ranzerblitzer. Wenn ich was? Ja, wenn ich, krieg ich Ranzerblitzer. Was heißt das? Was heißt Gurke? Gurkumre. Gurkumre. Ich kann diesen Satz deswegen nicht auf Innerisch sagen, weil ich keine Gurken mag. Das ist auch sehr schön. Ja, kommen wir von der Gurke zum Wurstsalat, gell? Auch der bekannte Radetzky-Marsch geht nämlich auf das Schwäbische zurück. Das wussten einige nicht. Johann Strauß war einst zu Gast im Schwabenland und hat sich da einen Wurstsalat bestellt ohne Zwiebeln. Die Kellnerin hat ihn daraufhin irritiert angeschaut und hat gefragt, Wurstsalat ohne Zwiebeln? Ja, wie du witt?
Das Wiedewitt hat ihn inspiriert zur Urversion des Radetzky-Marsches. Wiedewitt, 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 Wiedewitt. Ah, super, Leute, da hat er Spaß, das ist ja Gaudi. Das wusste ich nicht. Und ich kannte ihn persönlich. Schon. Jetzt kommen wir, heute sind erst knappe 18. Ja. Ja, irgendwie, denke Das Schwäbisch hat übrigens, also jeder Schwabe hat HDS, das Hochdeutsch-Defizit-Syndrom. Hab ich auch. Ja, aber das macht gar nichts. Andi, ich bring dir kurz ein bisschen Schwäbisch bei. Okay. Konjugationen mit einfachen Verben. Sprich mir nach. Ja. Ich gehe, ich gang. Ich gehe, ich gang. 1a, oder? Ich gehe, ich gang. Ich bin groß, ich lang. Das kann ich nicht sagen, weil ich bin kurz. Okay, wir machen es ganz schnell. Du wiederholst. Okay. Du verstehst, du verstorsch. Er sie es gehen, er sie es ganget, er sie es heben, er sie es langet. Wir gehen, wir gont, wir lassen, wir lont, ihr geht, die ganget, ihr fanget, sie gehen, die ganget, sie hängen, die hanget. Ich gehe. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr so schnell denken, wie du sprichst. Aber Sie haben jetzt wirklich nicht, doch, wirklich alles verstanden? Nee, nicht alles. Also, wir machen was ganz Leichtes. Österreichisch und Schwäbisch haben nämlich eine Gemeinsamkeit. Diese Vergleichspartikel, als und wie. Ja. Kein Österreicher, kein Schwabe weiß, wann als oder wann wie genommen wird. Weißt du, wie wir uns behelfen? Wir sagen einfach immer beides. Du bist größer als wie ich. Oder ich bin bläder als wie du. Oder der Wurstsalat schmeckt doch viel besser als wie mit ohne Zwiebeln. Völlig verständlich, ja klar. Ja. Und das könnte keiner besser machen als wie du. Ist das richtig? Okay. Oh, und was ja den Schwaben wirklich ausmacht, der hat immer eine Antwort auf alles parat. Was ist das Göttliche in der Besteckschublade? Der Schöpfer. Also ich. Ja. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht, recht herzlich bei unserem Wolfgang. Das war sehr gut. Ich muss zwar noch 3, 4, 5 Stunden bei dich machen, damit auch mir geholfen werden kann, mich. Und dann können wir das beide. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Das ist ein Applaus. Dankeschön. Was mich an jungen Menschen fasziniert, ist unter anderem, dass sie eine Tradition weiterführen. Wie zum Beispiel bei uns im Dorf, der Bäcker, da steht seit 1800 Dingsbums, die sind in der 9. Generation und so. Unsere nächste Künstlerin, man glaubt es nicht, führt eine Familientradition fort, und zwar die des Puppenspieles. Sie ist eine Puppenspielerin und das in der, ich weiß nicht wievielten Generation. Sie ist das Küken, das jüngste Mitglied in dieser Familie, die diese Puppenspielkunst fortsetzt. Und die gibt es seit 300 Jahren in ihrer Familie. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Aber sie kann nicht nur die Fäden ziehen, wenn sie mit Puppen spielt, sondern auch ihre Stimmbänder hat sie im Griff. Meine Damen und Herren, hier ist Anna-Karina Wojcik. Kurze Zeit, irgendwie sind wir noch nicht bereit. Verlieb vorbei, vergiss mich nicht. Wo Schatten sind, ist auch Licht. Auch wenn ich heute weiterzieh, Legenden sterben nie. Verlieb vorbei, vergiss mich nicht. Ich lass dich los, doch nie im Stich. Ich weiß, für uns wird's weitergehen, wenn wir uns wiedersehen.
Chance. Tu es, wenn du kannst. Noch ist nicht der letzte Tanz getanzt. Fällig vorbei, vergiss mich nicht. Wo Schatten sind, ist auch viel Licht. Auch wenn ich heute weiterzieh, Legenden sterben nie. Verlieb vorbei, vergiss mich nicht. Ich lass dich los, doch nie im Stich. Ich weiß, für uns wird's weitergehen, wenn wir uns wiedersehen. Glaub an unsere Chance. Tu es, wenn du kannst. Noch ist nicht der letzte Tanz getanzt. Verlieb vorbei, vergiss mich nicht. Wo Schatten sind, ist auch viel Licht. Auch wenn ich heute weiterzieh, Legenden sterben nie. Ich lass dich los, doch nie im Stich. Ich weiß, für uns wird's weitergehen, wenn wir uns wiedersehen. Ich weiß, für uns wird's weitergehen, wenn wir uns wiedersehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt wird's ein bisschen privat. Ja. Ja? Sie wissen das. Eigentlich seit, schon sehr privat. Ja? Ja. Aber die Leute wissen, dass wir viele, viele Jahre befreundet sind. Und nicht nur so, wie geht's dir denn? Hast du eine neue Platte? Was machst du denn? Wir treffen uns auch privat und da reden wir über Dinge. Ja, die, wo es kaum was angehen, weil sie eben privat sind. Ja, genau. Ja. Und deswegen haben wir das hier hergerichtet. Ganz privat. Ganz privat, wie beim Stefan zu Hause. Ja, hat noch nie einer gesehen. Warum? Weil es privat ist. Genau, weil es privat ist. Ja, ja. Aber ein bisschen haben wir es verändert. Wir haben wesentlich weniger Weinflaschen als bei dir unten im Keller. Ich hab gar keine Weinflaschen zu Hause. Das wollten wir doch nicht sagen. Es gibt eine Flasche im Haus, das bin ich. Verstehst? Bei uns übrigens bin auch ich die Flasche in der Küche. Ich kann das nicht haben. Außerdem, ich trinke auch ganz selten einen Wein, weil sonst hätte ich keinen Bierbauch. Du weißt, was ich meine? Ach, so geht es bei dir. Ja, ja. So geht es. Stefan, ja. Es ist immer wunderbar, wenn wir bei dir sind. Ja, ja. Es ist ein schöner Abend. Wo ist denn die Anna-Karina? Anna-Karina, das ist quasi so, wenn wir zu Hause sind, dann geht ja auch Anna eher ins Bett, obwohl sie ja... Wir spielen eine tatsächliche Szene nach. Wir spielen jetzt eine echte Szene nach, wie bei mir okay. Zu Hause im Keller. Okay. Gut. Okay, und dann sage ich zu dir, hast du gesehen bei der letzten Sendung, dieser Schneebrunzer singt da direkt vor der Bühne und rennt um und merkt sich das alles. Und haut sie ohne in die... Das ist aber... Das habe ich noch nie gesehen. Warum? Weil es privat ist. Ja, genau. Und die anderen, die reden immer... Die anderen reden... Reden immer... Ich dachte, die ist im Bett. Was macht die? Naja, also Schlaf... Habe ich dir das noch nie erzählt, dass Anna schlafwandelt? Und... Das sind meine Autoschlüssel. Ja. Bleib ganz ruhig, du bekommst sie wieder. Ist alles gut. Jetzt pass auf. Ja, und dann ist der da, verstehst du, haben wir einander gehört. Hast du das damals auch gesehen? Ich hab's damals auch gesehen. Ich mach mir gerade Sorgen, wie ich nach Hause komme. Kann ich mit deinem Auto anfangen? Du, sei ruhig, du bekommst sie morgen wieder. So, jetzt reden wir weiter, komm. Und dann ist der über die Straßen umgegangen, verstehst du? Ja. Dann hat der Pischer hat's gesagt. Nein, ich bin stehen geblieben. Ah, du bist stehen du kannst dich nicht erinnern, ich bin stehen geblieben, aber ich habe keine Autoschlüssel mehr. Habe ich dir noch nie gesagt, dass die Anna schlafwandelt? Die kriegt das gar nicht mit, oder was? Nee. Die ist völlig... Das ist jetzt meine Geldbörse. Ich hätte dir das sagen sollen, dass die Anna halt quasi ab und zu mal ein bisschen schlafwandelt. Aber was war das? Das war die Geldbörse.
Aber du bist ja völlig am Schwitzen. Du bekommst sie wieder. Bleib ganz ruhig. Du bekommst sie wieder. Morgen, du bekommst sie wieder. Okay, sonst, jetzt schläft sie aber. Und dann, ja, jetzt schläft sie. Und dann bist du vor dem stehen geblieben und zack, was ist du dann passiert? Du musst dazu sagen, in Traunstein. In Traunstein, immer an derselben Kreuzung, wo es rechts reingeht in die Stadt. Ja, wo ich habe ich da schon mal ein WhatsApp geschrieben, ein Foto. Ja, stimmt. Du war das. Genau. Hä? Mach dir keine Sorgen, du kriegst sie morgen wieder. Diese Sache mit der Liebe war kein Thema mehr für mich. Und doch fiel ich immer wieder darauf rein. Keine Träume, kein für immer, denn ich wollte mich nicht verlieren. Ich dachte lang, es darf für mich nicht sein. Ich spür, mit dir umwirft, lässt mich in zwei Arme fallen. Und ich wünsche mir, du lässt mich nie mehr los. Das Gefühl, das nennt man Sehnsucht, die nur die Liebe kennt. Dagegen sind wir völlig chancenlos. Ich spür, dein Blick hat mich berührt. Dieser Blick, der sagt, vertrau mir doch, mir geht es auch wie dir. Lass alle Zweifel los, ganz tief in dir. Ich spür, mit dir Lindner. Menschenskinder, Andi. Also wirklich ein solches Publikum, du, ja, das ist ja gut erzogen. Wahnsinn. Und die können, sind mehrsprachig. Mehrsprachig? Ja, die sind mehrsprachig. Die verstehen jedes Wort. Die lachen so höflich. Ich weiß nicht, ob sie mich verstehen, aber sie lachen an der richtigen Stelle. Und wir haben gerade einen Schwäbischkurs gemacht. Ja. Und es ist, ich sag dir. Wie hast du abgeschnitten? Ich bin frühzeitig entlassen worden. Das hat ja. Das hat ja nur nicht was ganz Gutes gut funktioniert, heißen, oder? Aber ja, wir sind jetzt so lange dabei und die schönste Sprache ist ja die Musik. Im ganzen deutschsprachigen Raum lieben die Menschen diesen Mann und seine Lieder. Ja, so. Vielen Dank.
Und da ist es völlig egal, ob du aus dem schwäbischen Land kommst oder aus dem Münchner Land, praktisch ein Münchner Kindl bist. Ja. Wir haben so viele Veränderungen mitgemacht in unserer Karriere. Also wir haben so vieles erlebt, aber vielleicht geht es Ihnen auch so, oder dir, Andi, dass du auch das Gefühl hast, manchmal denkt man, es soll immer noch so ein bisschen mehr sein, nur ein bisschen größer. Ja, ja, mega. Heute mega. Ist es ja mega. Ja, mega. Ja. 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 Und Affenratten, mega geil ist alles. Und größer und schöner und... Und immer noch eins mehr. Ja? Immer also, eins mehr. Da habe ich mir gedacht, so manche Lieder passen da gar nicht mehr so. Ne? Wie meinst du das? Wie zum Beispiel, wähle 333 auf dem Telefon. Na, viel zu wenig eigentlich, oder? Das ist zu wenig. Ah, ja, ist zu wenig. In der heutigen Zeit ist das zu wenig, ja. Wähle 444 auf dem Telefon, wähle 444 und du hast mich schon. Wähle 444 und dann glaube mir, ich bin 234 schon bei dir. Oder? Ja, damals hat eben 333 noch gereicht. Oder? Ja, jetzt, ich denke gerade an unseren Kollegen aus Prag. Stell dir vor, der hat damals dieses schöne Lied gesungen, einmal um die einmal, nur der, einmal. Der, 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 um die, Karel. Der Karel. Der Karel. Ja. Zweimal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dass man keine Liebe Das hätte er nicht gesungen. Das hätte er nicht gesungen. Naja, also, muss ich ganz ehrlich sagen, das hört sich schon so ein bisschen komisch das an. Das hört sich komisch an. Aber wenn ich mir so überlege, du bist ja auch betroffen. Wieso? Ja, denk doch mal an die berühmten drei Worte. Ja? Die berühmten vier Worte, denen man heute nicht sagen. Die berühmten vier Worte. Zwei Geschenke, die berühmten vier Worte, mach ich dir zu zwei Geschenke. Naja, also, ich gebe es ehrlich zu. Zum Schluss hin ist es ein bisschen geholpert. Nur zum Schluss, zum Schluss hat es ein bisschen geholpert. Aber ich glaube, die Damen waren damals, wie ich gesungen habe, mit einem Geschenk zufrieden, mit zwei Geschenken. Wie kommst du auf solche Sachen? Zwei Geschenken? Ja, ist mir nichts anderes eingefallen, das tut mir leid. Weißt du, mit den, wie viele Apfelsinen waren das denn damals immer? Zwei Apfelsinen. Nein, zu wenig. Ah, zu wenig. Zu wenig. Okay. Drei Apfelsinen im Haar und an den Hüften Bananen tragen Frauen seit heute, denn sie sind immer zu zweit. Ja, sicher noch dieses Jahr, da ändert sich der Bikini. Früher waren so um zwei, doch heute sind es gleich drei. Eine schlechte Idee, das nehme ich wieder zurück. Das nehme ich wieder zurück. Ich hab mir gerade vorgestellt, drei Apfelsinen. Ja, deswegen sage ich, das nehme ich wieder zurück. In deinem Haar. Vielleicht links eine, rechts eine und oben eine. Dann hätte ich vielleicht wieder Farbe im Haar. Naja, gut. Also, ich sag's dir. Gut, dass diese Lieder zu seiner Zeit waren, wo die Leute noch mit ein bisschen weniger zufrieden waren. Also ich finde, sie hören sich mit einem mehr auch ganz gut an. Also einen guten Rat hätte ich dann noch. Du meinst zwei gute Räte? Zwei gute Räte. Zwei gute Räte. Du kannst nicht immer 18 sein, Liebling, das kannst du nicht. Aber das Leben wird dir noch geben, was es mit 18 dir verspricht. Einmal da wirst du 80 sein, Liebling, jetzt hör mal her. Wir sind zusammen. Please.
Vielen Dank. Weißt du, wir stehen jetzt hier. Wir stehen jetzt hier. Wir stehen jetzt hier zu zweit. Ja. Aber wir sind ja auch ein bisschen modern. Ja. Also einer könnte schon noch dazukommen. Weißt du wer? Ja, ich sag jetzt ganz einfach mal: Willkommen, Bernhard Brink! Mit dem Herz durch die Wand. Auf der Hand, wir haben uns selbst in die Schatten verbannt. Doch in uns loden Meter hoch die Flammen. Ein stilles Versprechen, dass es irgendwie geht. Die ganze Welt steht uns im Weg. Doch wenn wir gehen, dann gehen wir zusammen. Mit dem Herz durch die Wand. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Andy, komm ruhig zu mir. Mein Mit Lieber. Dem Herz durch die Wand eine neue Nummer. Ich freue mich, dass du da bist. Andy, grüß dich, mein Lieber. Und nicht nur ich freue mich, guck dir das an, wie die alle toll. Grinsen. Die haben alle Stimmplätze gebucht. Toll. Spaßig. Die haben eben Geschmack, weißt du? Erfreulicherweise. Ich durfte in meiner Karriere schon so oft neben dir stehen. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Leute das wissen. Die Leute werden sich jetzt fragen, wenn sie uns sehen. Sie wissen natürlich, dass du zweieinhalb Wochen älter bist als ich. Und sie werden sich jetzt fragen, ich gehe auf die und warum 90 ist der so schlank und warum ist der Kleine so dick? Ja, ich muss dir sagen, ich benutze ja Andy ab und zu bei irgendwelchen Auftritten. Da sage ich mal, die Leute kommen mir öfter an. Sagen Sie mal, sind Sie nicht der Bernhard Brie? Ich sag mal, ich heiße Bernhard Brink, da sehen Sie mal, wie schnell ich den Fernseher ausmache, wenn Sie kommen. Sagen Sie dann, ja? Ja, das ist unglaublich. Und da kommt einer an, natürlich, also Herr Brink, ich muss Ihnen sagen, im Fernsehen sehen Sie mal viel kleiner und dicker aus. Da sage ich dann immer, ja, da heiße ich auch Andy Borg. Ja. Du hast das miterlebt einmal? Ich hab das miterlebt. Er hat am lautesten gelacht, muss ich sagen. Ich habe am lautesten gelacht. Und Humor hast du ja wunderbar, Gott sei Dank. Ja, und deswegen habe ich auch gesagt, wenn sich die Leute wundern, warum du so ausschaust und ich so, ich bin kein Sportler. Der Mann, der hier neben mir steht, der war in nie...
Du warst Weltmeister in Niedersachsen. Nein, das war ich. Oder wie heißt das? Niedersachsen Jugendmeister. Jugendmeister in Niedersachsen in Tennis. Ja, im Tennis. Ja. Und deine Knie sind nicht kaputt. Nein, ja, es ist nicht mehr so wie flüssig wie früher. Egal. Ich bin auch langsamer geworden. Ich bin nur Nachseher, bin ich schneller geworden. Schneller müde, schneller beleidigt, schneller betrunken. Aber ansonsten ist es alles langsamer geworden. Aber ich spreche immer dann so ein bisschen so nach dem Spiel. Ah, ich bin mental, ach, nicht mehr so super drauf und so. Also wie? Ich so. Du bist doch Gott sei Dank nicht schnell grantig. Weißt du, was ich meine? Wenn zu mir jemand einen falschen Namen sagen würde, würde ich grantig werden. Wenn zum Beispiel ein Nachwuchsmoderator sagen würde, meine Damen und Herren, hier ist Howard Karpen, was würdest du dann sagen? Ich frage mich immer, was soll das? Was? Ja, ich habe ja vorhin gehört, ihr habt ja schon... Rüggerold, toll, lass dich über da schön. Toll mit dem Wohnwagen-Show, mit einer halben Holländer-Show, toll. Ja, da mache ich ganz gerne so einen Spaß mit. Und Dieter Thomas Heck war unser unvergessener Dieter Thomas aus Nordhorn. Ein fabelhafter Kollege. Meine Damen und Herren, hier ist er, ihr und unser, der Brink, der Bernhard, die Startnummer 5. Dieter, der Applaus ist für dich. Ja, das habe ich mal gern gemacht. Man hat ja mal überlegt, wenn du so ein Programm machst, immer nur Ansagen, jetzt kommt das erste Lied, jetzt kommt das zweite Lied und so weiter, fand ich ein bisschen langweilig. Habe mir überlegt, was kann ich da machen? Und dann hast du diese Parodien gemacht. Ich bin total begeistert. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich durch ein Programm führe, sage ich immer, das ist das erste Lied und das zweite. Das stimmt ja nicht. Das habe ich gerade gesehen. Das dritte weiß ich dann schon gar nicht. Das ist ja nicht wahr. Ne? Das ist ja nicht wahr. Du bist ja schon. Wir haben schon so viele Schlachten geschlagen. Ja, aber wirklich. Du erinnerst dich vielleicht, darf ich das kurz erzählen? Ja, bitte. Wir haben, er singt, du entschuldige, ich kenne dich. Und ich habe in dem Lautsprecher, der vor ihm lag, die österreichische Version gesungen. Der hat sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Und wenn man Kollegen so auf die Schaufel nehmen kann und dann wieder miteinander spricht, finde ich großartig. Und ich würde nie wieder mit dir sprechen und dieses Publikum würde nie wieder klatschen, wenn du uns nicht jetzt ein Hitmedley singst. Machen wir. So, okay, gerne. Bernhard Brink.
Bernhard Brink mit seinem Hitmedley. Ein kleiner Ausschnitt aus vielen großen Hits. Sie merken, wir haben Spaß hier bei uns, beim Heurigen, bei uns in unserem Weinlokal. Und die Kinder dürfen heute ausnahmsweise, Mama, Papa, ein bisschen länger aufbleiben. Wir haben, der Patrick und ich haben gerade vorher gesungen, immer eins mehr. Also wenn zwei, dann drei. Und wenn drei, dann vier. Und wissen Sie was jetzt? Jetzt kommen viele mehr. Bitte sehr! Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamunde. Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren. Sie hat ihre Lippen mit dem frohen Lachen. Möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen. Hat sie dann noch nein. Nicht auf ein andermal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr mit meinem Charme: Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Im letzten Autobus, sie hat mir so gefallen, drum gab ich ihr nen Kuss. Doch es blieb nicht bei dem einen, das fiel mir gar nicht ein. Und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht böse sein. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind. Ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen, Tag und Ja, nach Spanien reisen viele Europäer, nur wegen Sonne und Wasser und Wein. Einer später, doch der andere umso eher, fährt Richtung Spanien und packt die Koffer ein. Den Regenmantel lassen wir zu Haus, in Spanien sieht es nicht nach Regen aus. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht, eviva. Der Himmel weiß, wie sie das macht. E viva España. Die Gläser, die sind voller Wein. E viva España. Und jeder ist ein Matador. España, por favor. España.
Maria, por favor. Schöne Maid, hast du heute für mich Zeit? Ho, ja, ho, ja, ho. Sag bitte ja, dann bin ich nur für dich da. Ho, bitte ho, ja, ho, ja, ho. Schöne Maid, glaub mir, so jung wie heute. Ho, ja, ho, ja, ho. Kommen wir nicht mehr zusammen, vielleicht ist es schon morgen viel zu spät. Jawohl! Ich mach ein glückliches Mädchen aus dir jeden Tag. Jede Nacht, was du dir wünschst, das bekommst du von mir. Jeden Tag, jede Nacht, das hättest du dir im Traum nicht gedacht. Was man aus Liebe so macht, ja glaub mir. Ich mach ein glückliches Mädchen aus dir. Jeden Tag und jede Nacht. Während dieser Sendung ab und zu das Gefühl, wir feiern hier Silvester. Es war ein Riesenspaß und ich hoffe, ihr habt es gemerkt, dass wir alle sehr, sehr gerne heute für euch hier auf der Bühne standen. Ihnen zu Hause alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euch kommt gut nach Hause und euch Dankeschön. Servus. Bis bald. Nächste Woche begleitet sie Markus Brock auf eine musikalische Reise von Karlsruhe nach Speyer. Am Samstag um 20.15 Uhr. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit unserem Spielfilm. Die Kirche bleibt im Dorf. Bleiben Sie dran. Herr Labrol, würden Sie bitte aus dem Becken kommen? Ich bin gerade so in einem Gedanken. Papa ist tot. Der Posten des Verlegers ist durch ein Mitglied der Familie Labol zu besetzen. Verleger? Du, ich. Du hast ja wirklich überhaupt keine Ahnung vom Verlagswesen. Probiere ich das wohl. Ich werde mich um den Verlegerposten bemühen. Du bist der Leader. Denk dran, dass du das darstellbar machst. Was kostet denn so ein Teambuilding? Tristan Labul, Innovationsmanager. Ich habe Tutorials geguckt. How-to-Videos. Ich kann dir mal ein paar Links schicken, wenn du willst. Gibst du auf? Keineswegs gebe ich auf, Mutter. Wolfram wird noch darum betteln, seine Anteile abgeben zu dürfen. Böses, böses Mädchen. Ich hatte eine Affäre, habe sie aber beendet und jetzt bekomme ich Kind. Du führst den Verlag in den Abgrund. Mehr Power! Schneller, schneller! Kinn, mehr Brust. Labul und Erben, die neue SWR-Serie. Donnerstag, 22 Uhr. Wolfi, komm doch jetzt bitte runter, ja? Gleich! Ich bin romantisch und modern. An meinen Ufern wurde schon immer gearbeitet und genossen. Ich bin deutsch und französisch. Ich bin ein Fluss mit vielen Gesichtern. Die Saar. Sonntag, 20.15 Uhr. Der Moment der Wahrheit. Das wird ein Kampf für uns, Dan. Sonntag. Ich habe noch das Zeug für ein paar Kämpfe. 23.35 Uhr. SWR Fernsehen. Am besten Südwesten.
nach der Schlagermusik jetzt die Landesnachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Polizei hat in Freiburg den Halter eines Autos ermittelt, das gestern einen Rettungswagen während einer Einsatzfahrt behindert haben soll. Wie es hieß, konnte der Fahrer des Rettungswagens einen Hinweis zum Autokennzeichen geben. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ das Auto den Rettungswagen auf der Bundesstraße 31 über mehrere Kilometer nicht überholen, obwohl er mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. Die B31 zwischen Falkensteig und Himmelreich. Es ist der schnellste Weg aus dem Schwarzwald nach Freiburg, doch die Straße ist über viele Kilometer einspurig. Hier war der Rettungswagen gestern Mittag mit einem kranken Kind an Bord unterwegs in die Klinik, als er von einem blauen Mercedes-Kastenwagen behindert wurde. Der Einsatz sei dringlich gewesen. Wir erhielten gestern um 13.26 Uhr einen Notruf. Es meldete sich der Fahrer einer Rettungswagenbesatzung und berichtete uns, dass er bei einer Einsatzfahrt von einem Vorausfahrenden am Überholen gehindert wird. An dem Rettungswagen waren die Sondersignale in Betrieb. Es handelte sich um einen Notfall und er wandte sich an die Polizei, damit wir ihm helfen. Über eine Strecke von mindestens 3 Kilometer soll der Rettungswagen massiv am Überholen behindert worden sein. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Nötigung. Wir erleben es zwar auch täglich bei der Polizei, dass Verkehrsteilnehmer vielleicht überfordert sind, wenn sie mit Rettungsfahrzeugen konfrontiert werden. In diesem Fall müssen wir aber dem Verdacht nachgehen, dass es auch so gewesen sein könnte, dass der Vorausfahrende hier vielleicht vorsätzlich gehandelt hat. Das Kennzeichen des blauen Sprinters ist den Angaben zufolge bekannt. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die den Fahrer beschreiben können. Über den Zustand des Kindes, das an Bord des Rettungswagens war, kann die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Hubschrauber der Bundeswehr in Laupheim sind nach Einschätzung des dortigen Kommandeurs Christian Meyer in einem desolaten Zustand. In einem Interview mit dem SWR sagte Meyer, von den 40 schweren Transporthubschraubern seien im Schnitt nur 5 flugbereit, manchmal auch keiner. Dies führe beispielsweise dazu, dass kaum Pilotennachwuchs ausgebildet werden könne und immer die erfahrensten Piloten zu Auslandseinsätzen müssten, so Meyer. Die Studierendenvertretung der Universität Freiburg hat eine Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht. Anlass für das Vorgehen ist die Tatsache, dass Sicherheitsbehörden seit knapp 1,5 Jahren versuchten, Daten der Vertretung zu entschlüsseln. Bei einer Durchsuchung hatten Beamte des Landeskriminalamts eine Sicherheitskopie beschlagnahmt mit Daten aller Studierenden und dem gesamten E-Mail-Verkehr der Studierendenvertretung. Die baden-württembergischen Grünen wollen sich dafür einsetzen, dass sich die Kita-Gebühren in Zukunft am Einkommen der Eltern orientieren. Nach Angaben einer Parteisprecherin hat das der Landesvorstand gestern Abend entschieden. Demnach wollen die Grünen jedem Kind einen hochwertigen Betreuungsplatz anbieten und gleichzeitig gezielt Familien mit geringen Einkommen entlasten. Die Forderung der SPD, die Kita-Gebühren komplett abzuschaffen, lehnen die Grünen jedoch ab. In Stuttgart hat der 5. Feinstaubalarm der Saison begonnen. Autofahrer sollen freiwillig auf den Nahverkehr umsteigen. In der Stuttgarter Innenstadt demonstrierten am Nachmittag mehr als 700 Menschen dagegen, dass die Besitzer älterer Dieselfahrzeuge seit Jahresbeginn gar nicht mehr in die Landeshauptstadt fahren dürfen. Der Porsche-Mitarbeiter Johannes Sakaros hat bereits zum 2. Mal die Demo für den Diesel organisiert und angemeldet. Es ist nicht verhältnismäßig, dass wir hier alle enteignet werden. Die Zahl der Teilnehmer hat sich innerhalb einer Woche fast verdreifacht auf über 700. Für die Demo geworben hatten im Vorfeld unter anderem Vertreter des rechten Vereins Zentrum Automobil und die AfD. Allerdings mussten sie ihre Logos heute überkleben. Keiner soll sich das zum Vorteil machen. Keine Partei und keine Organisation. Fertig, aus. Gekommen sind trotzdem auch Vertreter der AfD, wie der Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel. Aber auch viele Beschäftigte der Autobauer und betroffene Bürger aus Stuttgart und Umgebung. Weil ich wie 100.000 andere hier in der Region in der Automobilbranche beschäftigt bin und wir auch in Zukunft noch unsere Arbeitsplätze hier halten wollen. Meine Tochter fährt einen Diesel 4 und die hat eine Familie, wohnt in Möhringen und kann gar nicht mehr fahren. Diesel ist sauberer wie jeder Benziner momentan. Das, was die Politiker hier uns abgeben, das ist spontan falsch. Der Protest gegen die Fahrverbote soll weitergehen. Johannes Sakaros hat für die nächsten Samstage wieder Demonstrationen angemeldet. In der Fußball-Bundesliga haben die baden-württembergischen Vereine einen schlechten Start in die Rückrunde erwischt. Gestern Hoffenheim und heute die beiden anderen Clubs. Freiburg verlor mit 1:3 in Frankfurt und rutscht in der Tabelle auf Platz 12 ab. Der VfB Stuttgart unterlag zu Hause mit 2:3 gegen Mainz und bleibt 16.
Die deutsche Handballnationalmannschaft ist erfolgreich in die Hauptrunde gestartet. Vor wenigen Minuten gewann das Team in Köln mit 24:19 gegen Island. Steffen Veth von den Rhein-Neckar-Löwen war mit 6 Treffern der erfolgreichste deutsche Torschütze. Das nächste Hauptrundenspiel folgt am Montag. Dann trifft die deutsche Mannschaft auf Kroatien. Und jetzt noch die frostigen Wetteraussichten für Sie. In der Nacht ist es in den meisten Regionen trocken und gebietsweise neblig. Morgen früh beginnt es im Südwesten zu schneien. In den Städten kühlt es auf -3 bis -10 Grad ab. Am morgigen Sonntag fällt im Süden aus dichteren Wolken noch ein wenig Schnee. Im Norden setzt sich die Sonne recht gut durch. Die Werte -2 bis +3 Grad. Am Montag nördlich der Alp sonnig, im Südwesten teilweise bewölkt. Am Dienstag Sonne und Nebel. Es bleibt winterlich kalt. Hier im SWR-Fernsehen bleibt jetzt die Kirche im Dorf. Und das war SWR aktuell von uns allen hier. Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bin romantisch und modern. An meinen Ufern wurde schon immer gearbeitet und genossen. Ich bin deutsch und französisch. Ich bin ein Fluss mit vielen Gesichtern. Die Saar. Sonntag, 20.15 Uhr. Mitte im Ländle liegt mein Dorf. Da, sehen Sie, das ist Oberrieslingen mit der kleinen Kirche. Schön, gell? Aber wenn Sie mal genau nachgucken, dann sehen Sie, dass etwas Entscheidendes fehlt. Der Friedhof. Den haben nämlich die Unterrieslinger auf der anderen Seite. Und die haben wiederum Kreukirch. Und jeden Sonntag teilen wir uns mit denen die Kirche, der Pfarrer und wenn es sein muss, auch der Friedhof. Was eine granatenmäßige Katastrophe ist, wenn wir uns alle auf den Tod nicht ausstehen können. Gott sei Dank trennt uns die alte Burg. Sonst wären wir schon längst aufeinander losgegangen. Vor allem, weil jetzt zu dem ganzen Kirchenstreit noch das dabbige Schlagloch dazukommen ist. Das liegt direkt auf der Grenze zwischen Oberrieslingen und Unterrieslingen. Und keiner will's besser sein. Keiner will's zuschütten und alle fahren aber immer außen drum rum. Ha, und na, ist die Sache mit meiner Oma passiert. Und damit ist der Ärger erst richtig losgegangen. Tut mir leid, dass Oma gestorben ist. Es hätte nicht sein müssen. Was ist denn da los? Ja, die alte Heberle ist noch gestorben. Echt? Wann? Letzte Woche irgendwann, glaube ich. Giftspritz, guck, was macht du? Vater, bitte. Ich habe gar nichts gemacht.
Wegen deinem blöden Schlagloch ist jetzt meine Mutter im Dreck. Wieso mein Schlagloch? Das ist doch genauso dein Schlagloch. Nein, das ist euer Schlagloch. Das ist ganz klar auf eurer Seite. Das sieht ja ein Blender mit dem Krückstock. Jeder Blinde kann besser gucken als du. Du gleich hab ich dir in den Arsch. Oh, davor wird Oma auch nicht wieder lebendig. Bist du blöd? Was ist denn los? Clara flirtet mit dem Rossbauer. Und? Willst du, dass der Vater sich gleich neben Oma legt? Los, da Hände. Nix. So, dann läuft die Oma nicht aus dem Schlagloch. So, komm, Christine. 1, 2, 3. Auf, Vater! Ja, ist gut. Das ist doch eine granatermäßige Unverschämtheit. Das ist wirklich ein bisschen arg. Direkt neben dem Kompost. Da bleibt Oma nicht. Aber Vater, wir können sie ja schlecht wieder mit heim nehmen. Es gibt ein Nachspiel. Vielleicht ist sie ja gar mit ihr Grab. Ja, siehst du ein anderes Loch? Alles geht schief heute. Und zu kleine Schuhe. Der sei oder raus nicht. Immer doppelter Wäum, sondern ich schalte gesund.